Ja, hallo zu einem neuen Video. Ja, heute mal was ganz anderes und zwar Thema Kratzbaum. Ich habe ja sehr viel gebastelt, gebaut und wurde immer wieder angesprochen, warum zeigst du nicht mal ein Video, wie man einen Kratzbaum baut? Und naja, das ist jetzt hier mal so mein auf die Schnelle, muss man sagen, Prototyp. Das ist übrigens meine Katze Schnute. Schnute! Der sieht fetter aus, als er ist. Ja, und die Frage ist natürlich, habt ihr da Interesse dran? Das wäre jetzt natürlich hier schon ein Riesenkratzbaum, der so ein paar Features vereint. Also einmal haben wir hier unten die Katzenklos, die auf einer ausziehbaren Ebene sind. Das heißt, ich kann mir das Brett unten rausziehen, um die sauber zu machen. Eine zweite Ebene mit selbstgebauten Sisal, ja, Kratzstämmen für die Krallen zu wetzen. Und dann geht es halt hier weiter auf die zweite Ebene. Das ist halt alles auch so hier jetzt auf die Situation ausgelegt. Ich habe da hinten ein Thermostat für die Heizung. Das sollte natürlich frei bleiben. Hier die Fensterbank, hinten die Bedienung für das Fenster. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, Schnute, ich hoffe, ihr habt aufgeräumt. Sonst, ja, super. Und jetzt hier mal reinschaut, hier geht es dann halt entsprechend auf eine zweite Ebene hoch. Da kommt jetzt natürlich noch Teppich, deswegen das Ding ist noch nicht fertig. Das habe ich jetzt tapeziert mit der Tapete, die wir auch hier an der Wand haben. Und ja, dann haben wir hier noch so entsprechende Löcher. Mein Schelm, wer Böses denkt. Und das ist natürlich interessant, man sieht es schon. Da hat der Junge Spaß, ne? Ja, und dann geht es halt noch weiter auf eine zweite Ebene oder eine dritte Ebene, besser gesagt, hier oben drauf. Das heißt, das wird jetzt noch ausgestattet mit entsprechendem Schaumstoff, mit entsprechendem Teppich und ja, hier ein kleiner Balkon, damit die halt auch raufkommen. Und bearbeitet habe ich das jetzt hauptsächlich mit der Kreissäge, mit einer Stichsäge und mit einer Oberfräse. Hier noch so ein angedeuteter Katzenkopf. Ja, also. Schreibt mir mal gerne, gebt mir einen Daumen hoch oder in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Und dann könnte ich euch auf jeden Fall mal ein bisschen damit Videomaterial versorgen. Dann bauen wir mal gemeinsam einen schönen Kratzbaum und gucken uns das mal an. Wie gesagt, das ist jetzt hier natürlich ein Riesending. Der ist jetzt locker 2 Meter hoch. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch was Kleineres machen kann. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann setzen wir das um. Bis dann! We'll be right back.